Also, gestern gab es ja wirklich ein riesiges Update. Seitdem hat sich hier alles verändert. Das sieht komplett anders aus. Ich finde es aber ehrlich gesagt sogar ein bisschen besser. Ist halt mal was komplett Neues. Und auch hier dieser Shop-Tab ist jetzt nach ganz links gerutscht. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal drauf. Und wir schauen uns mal an, was wir so heute am Start haben. Es wird übrigens bald auch ein neues Shop-Design geben. Ich denke mal, das wird bei mir noch nicht da sein. Nee, das ist noch nicht hier. Aber das wird es bald geben. Habe ich sogar schon gesehen. Ich weiß also, wie es ausschaut. Und es wird auf jeden Fall auch ein bisschen besser werden. So, wir gehen mal nach ganz oben hin. Heute sehen wir schon, gibt es ein neues Spinnpaket, das Letils Spinnpaket. Wer Letils ist, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber hier gibt es einmal dieser Krieger drin mit dem Rückenaccessoire. Ist nur so knapp 2 Monate her. Hier gibt es noch diesen Silikrim-Gleiter. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Und hier gibt es noch eine Hacke, die Prismaklinge. Und noch Chronokondensstreifen und Goldschuppenlackierung. Ja, das Paket ist an sich ganz okay. Eigentlich alles so im goldenen Look, kann man sagen. Okay, da drunter sieht man schon, ist ein sehr, sehr beliebtes Skin zurück. GoodTrooperin. Einfach mal wieder am Start nach 344 Tagen. GoodTrooper-Skin sollte, glaube ich, jeder kennen. Hier am Start mit den zwei Stilen und dem Rückenaccessoire. Altbekannter Skin, der war ja wirklich damals ultra gehypt. Daneben Stillschweigen-Paket. Das ist aber auch wieder nur so knapp einen Monat her. Nicht mal einen Monat, glaube ich. Und deswegen gehen wir das mal ganz schnell durch. Ist jetzt nichts krass Besonderes. Und da sind wir schon bei den täglichen Sachen. Doppeltes Spiel zurück. Und dann gibt es daneben den Rebellion-Skin. Beide Sachen nur so ein, zwei Monate her. Wilde Schneidehacke. 43 Tage her. Dann gibt es noch Grübeln. Ist eigentlich ganz cool. Spielt hier so ein bisschen. Ist einen Monat nur her. Dann gibt es noch Tiefer Depp. Auch das nach einem Monat. Und Wackelquatsch auch nach einem Monat. Ja, und das sind hier, wenn wir die ganzen Sachen. Okay, also nichts krass Besonderes heute am Start natürlich, bis auf Gutschuberin, die ist natürlich ultra heftig. Aber der Rest ist ehrlich gesagt langweilig und auch immer noch gleich geblieben. Ich glaube, gestern sind hier sogar noch andere Sachen reingekommen, die jetzt wohl nicht mehr hier sind. Ikonensachen sind auch zurückgekommen. Ja, aber das war es eigentlich zum Shop. Das Besondere natürlich, wie gesagt, die Gutschuberin.